Am 3. Oktober 2019 hat die Bereitschaftspraxis am Elbland-Klinikum Meißen ihren Dienst aufgenommen. Nun fand die feierliche Eröffnung statt. Diese Bereitschaftspraxis ist eine von 12 neuen Praxen sachsenweit. 2 Jahre hatten die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen und das Elbland-Klinikum Meißen an der Umsetzung gearbeitet. Anlaufstelle für die Patienten ist nun ein zentraler Tresen in der Notaufnahme des Krankenhauses. Ja, ist ein ganz wichtiger Schritt hier für das Elbland-Klinikum Meißen, aber insbesondere natürlich für die Patienten, für die Bürger im Landkreis Meißen. Uns ist es gelungen, durch diese neu etablierten Strukturen ein modernes und auch zeitgerechtes Notfallsystem hier zu etablieren. Unter dem Strich geht es darum, den ambulanten und stationären Sektor im Interesse der Patienten besser zu verzahnen. Die Akteure zeigen sich zufrieden angesichts der geschaffenen Bereitschaftspraxis. Ja, natürlich. Also die Elbland-Kliniken haben ja gemeinsam mit der KV Sachsen versucht, eine Möglichkeit zu finden. Wir haben im Jahr 2018 im Juni ja die Notfall-Triage-Praxis eröffnet. Das war der erste Baustein. Jetzt kommt der ergänzende oder der erweiterte hinzu mit der Bereitschaftsdienstpraxis. Und das alles ist entstanden, weil die Patientenzahlen in der Notaufnahme jährlich wirklich imposant gestiegen sind. Und die Notwendigkeit war da und gegeben. Und jetzt haben wir die Zusammenarbeit und freuen uns sehr darüber. Das Gute ist, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Notfallanliegen hier eine gute, fachgerechte Aufnahme finden und hier auch entsprechend Behandlung finden. Und zwar zu den sprechstundenfreien Zeiten. Das ist an Sonn- und Feiertagen und abends nach der Sprechstunde. Wichtiger Akteur ist die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen als Kooperationspartner. Die behandlungsbedürftige Patienten, die müssen ein Angebot haben. Aber behandlungsbedürftig ist ja nun nicht nur was Objektives, sondern auch was Subjektives, was vielleicht jeder Patient anders sieht. Und wir dürfen natürlich durch neu geschaffene Angebote nicht den Level so weit senken, dass man wirklich mit jedem banalen Schnupfen hier hingeht. Und es darf auch nicht passieren, dass man sagt, ich gehe hier am Sonntag hin, weil das geht ja schneller, als wenn ich am Montag zu meinem Hausarzt gehe. Das wären so ein bisschen Fehlanreize, die immer, in der Gefahr ist man immer, ja. Aber ja, wir denken, der Bedarf dessen, was momentan, das haben ja auch die Krankenhausvertreter gesagt, was momentan hier einfach mal abzufangen ist an Fällen, die im Krankenhaus erscheinen, aber nicht ins Krankenhaus gehören, ist erstmal so hoch, dass das im Vordergrund steht. Konkret stellt sich das neue Angebot für die Patienten so dar, dass sie einen Ansprechpartner haben, der dann entsprechend der Schwere der Erkrankungen handelt.